Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Stella. Im letzten Part haben wir Tomaten, ganz viele Tomaten angepflanzt. Und irgendwelche Zitronen. Ja, mal sehen, ob das was wird. Ich weiß es nicht. Sollen ja im Sommer gut wachsen. Jetzt ist allerdings schon spät. Ich sollte noch mal Sachen sammeln, glaube ich. Ja. Ein paar Monolithfragmente. Dann oben bei der Bergkuppe noch mal ein paar Sachen. Ja, hier liegen ja immer neue Sachen rum. Da. Ein paar Wildblätter und so ein Shit. Und dann gehen wir nach Hause und gehen wir schlafen. Denn der Dungeon wartet, ne? Der Dungeon. Der Dungeon wartet auf uns. Es ist wichtig, dass wir die Sachen immer mitnehmen, die da oben sind, weil da kann man immer regelmäßig neues Essen machen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so falsch. Ist ja geschenkt, ne? Ist ja quasi geschenkt. Aber wir erreichen sogar Level. Sehr gut. 500 bringen die. Tag 4 der Sommerbrise. Ja, dann gießen wir und dann machen wir uns wieder auf, ne? Auf in den Korallenschrein. Schau mal, ja. Haben wir. Zerstöre 5 berechnete Bomben. Gut. Feenaufträge sollen auch wichtig sein. Ja, tatsächlich sollen wichtig sein. Wenn man von jeder Fee irgendwie 60 Aufträge erfüllt oder keine Ahnung wie viel genau, kriegt man was. Aber ganz genau habe ich mich darüber nicht informiert. Also ich kann euch nicht sagen, was man bekommt. Ich weiß nur, dass es cool sein soll. Danke. Tomaten. Ja, mal sehen, wie ertragreich das hier wird, ne? So. Dann lagern wir das mal weg, das Mehl. Legen auch direkt nochmal nach, oder? Wir legen nochmal direkt nach. Kann man nicht mehr reintun? Oh, das wäre so praktisch, wenn man da mehr reintun könnte. Aber wahrscheinlich ist es dann sowieso sinnvoll, dann mehrere zu bauen. Wir werden uns schon hier was Cooles zusammenbauen, das sage ich euch. Mal sehen. Bin sehr gespannt, was in Zukunft auf uns zukommt. Aber da, ich glaube, dafür müssen wir erstmal Kapitel 3 beenden. Um da auch wirklich viel machen zu können, nicht wahr? Wir brauchen mehr Geld, um immer mehr die Farm zu erweitern und dann mal gucken. Dafür sammeln wir jetzt. Für die Tomaten im Sommer. Und für den nächsten Monat müssen wir uns wieder eine andere Geldquelle überlegen. So, jetzt Dreierkreuzung bitte. Danke. Auf geht's. Der Weg scheint nicht weit zu sein, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja wirklich nie. So. Wasserelemente. Oh nein, das ist irgendwas Rotes. Sieht gar nicht so gefährlich aus, ne? Aber das bewacht wahrscheinlich das Ding da hinten. Ton. Hi. Sahagin. Ich wollte gerade sagen, der letzte versperrt jetzt wie ein Relaxo den Pfad. Oh, das ist ja noch so einer. Ah, das ist ja doof. Kühlblatt und rosa Aloe. Wir kriegen so viel, wir können aber wahrscheinlich was, später was ganz Gutes herstellen, nicht wahr? Ah, die blockieren ja überall den Weg, wo man lang will. Ich meine, man konnte sicherlich auch durch Dungeon durchrennen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, durchrennen ist halt auch nicht so. Wo kommst du denn her? Du erinnerst mich an so einen Bakugan.
Kann man nicht zusammenklappen und dann rollen, wie so eine Murmel. Gut. Rücke reparieren. Braucht eine Stunde. Wir haben ein Reparaturset. Sehr schön. So, da sind wir. Die nächste. Bulae. Bula. Du hast eine bebende Stimme weinen. Emo, wir müssen die verbotenen Nocturnen vortragen. Es muss fürchterregend sein. Furchterregend. Aber unsere Geister, bitte, bring sie zurück ins Meer. Zurück zur Bula. Du musst. Zurück zur Bula, du musst. Das war Yoda. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich versuche das Ganze ernst zu nehmen. Piep. Eine verbotene Nocturne? Ich meine, es passt, wir haben C3, wir haben hier R2D2 bei uns. Gut, wir haben die Wahl zwischen Norden und Süden. Wir gehen erstmal nach Süden. Komm. Wir werden sicherlich irgendwo aufgehalten, also von daher. Mal schauen. Malizit. Magie ist halt so praktisch, weil ich werde halt nicht verletzt dabei. Ich kann schon aus der Entfernung angreifen. So. Wasserelemente. Aua. Wo führen die anderen Wege hin? Sind da überall Durchgänge? Nee. Leuchtende Flüssigkeit. Hast gedacht, ne? Einfach hinterrücks die Truhe geklaut. So. Was befindet sich hier? Ein Monster läuft dir über den Weg. Es trägt stolz einen Fisch bei sich. Er ist so in sein Fisch vertieft, dass er dich nicht bemerkt hat. Lass ihn durch. Was soll das? Du lässt das Monster vorbei. Es geht fröhlich seinen Weg. Ja, warum sollten wir einfach, wenn jemand sich über einen Fisch freut, sollten wir ihn doch nicht... Ja, ihr wisst, was ich meine, nicht wahr? Wir wollen doch nicht gemein sein. Chronoblauchsamen. Aha. Weil wir töten ja schon die ganze Zeit Monster, wir müssen aber noch nicht wirklich gemein sein. Da freut er sich über den Fisch. Lass wir ihn mal, ne? Ist eigentlich ziemlich cool, die Attacke. Schade, dass Magie mal so lange braucht. Feuerlichtfrucht. Loreleis Tränen, okay. Jetzt geht's aber los. Ja, da schiebt irgendwas Wache. Schauen wir kurz mal. Eine tränenförmige Kristall. Man sagt, es besitze Wasserattribute kristalliner Form für die Herstellung von Wasserwaffenverstärkung. Sommer, oh, nice. Und wir können irgendwas leveln beim Auftrag. Schattenläufer. Ja, Schritt. Dann verkürzen wir mal den Wechsel. Und irgendwas können wir da noch bald lernen, aber dafür brauchen wir mehr Erfahrung. So, schauen wir mal. Was hier auf ein. Ah, okay, hier ist dicht. Müssen wir irgendwo was aktivieren. Meine Güte. Boom. Meine Güte. Komm, erstmal Fruchtsaft. Lecker.
Eine Truhe. Korallenschrein-Schlüssel. Korallenschrein-3-Schlüssel. Da können wir es aktivieren, aber wofür brauchen wir die Schlüssel denn? Weiß ich nicht. Hier geht's nur wieder runter. Na gut, dann gehen wir mal den Knopf drücken. Ich habe ja keine Tür gesehen. Vielleicht da ganz oben. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch gleich lang. So, push the button. Und dann gehen wir mal da runter. An diesen komischen, was auch immer das Ding ist, vorbei. Dann öffnen wir mal den Brunnen. Beziehungsweise er ist ja schon offen. Er ist halt noch nicht so wirklich aktiv, so richtig. So. Oha. Zwei schwarze Perlen. Da hat sich der Rückweg auf jeden Fall gelohnt. Gut. Da müssen wir einmal noch hier einmal rum. Um das Ding da. Diese Eiterbeule. Und dann können wir da hoch irgendwo. Mal sehen. Höp. Gut, dass wir direkt nach unten gegangen sind, nicht nach oben, weil oben wäre ja Sackgasse gewesen. Ah, brauchen wir noch einen Schlüssel? Ja, ja. Na gut. War klar, ne? Dann ist der andere Schlüssel da oben. Was ist das hier? Etwas lehnt gegen den Zaun am Pfad. Du siehst es dir näher an und erkennst ein Accessoire. Es funkelt gleich, als es das Licht vom Meer reflektiert. Ja, nehm. Du hältst ein Accessoire. An dem Accessoire hängt ein abgetragenes Stück Stoff. Könntest du den Sirenen gehört haben, die hier einst lebten? Ein Accessoire, guck mal, das wird bestimmt... Gehen wir eben mit Emo, ne? Ach so. Ach ja, wir müssen erstmal zu einem... Ah, ja. Ja. Hat er sich geheilt? Wie unfair. Ich sehe, man muss das Wasser irgendwie ablassen. Zumindest vermute ich das mal. Oh Gott. Zeig mal her die Karte. Ach du Heilige, das ist auch ein Knopf. Aber sehr hübsch, der Dungeon, finde ich. Dort sehe ich schon wieder irgendwas Böses. Paprika. Immer gut, wenn man mehr zum Anpflanzen hat, nicht wahr? Sehr gut. Jetzt, da das Wasser weg ist, kannst du am Grund entlang gehen. Ja, mal sehen. Gehen wir erstmal hier. Ich kann nicht einfach runterjumpen. Doch, ich kann einfach runterjumpen. Sehr schön. Wir haben nicht genug Ausdauer zum... Meine Güte. Mach doch nicht sowas. Eine Pummelgarnele. Gehen wir da mal hoch. Da ist nämlich ein Schätzelein. Da will ich in die Mitte auch hoch. Da ist der Schlüssel. Sehr schön. Damit sollten wir zurück. Irgendwann werden wir die großen Monster auch mal besiegen. Irgendwann. Und was haben wir hier? Silbererz. Sehr gut. Können wir Waffen verstärken mit. Deswegen immer ist es auch wichtig, auch den Dungeon immer gründlich zu erforschen, nicht wahr? So.
Weil sonst hängt man am Ende da und denkt sich, oh shit. Hätte ich mal mehr Silber gefarmt. Da drüben ist auch ein Chronomolith, das passt sehr gut. Mann, hör auf, sie zu heilen. Sehr, sehr, sehr gut. Boah, manchmal ist die Musik aber auch wirklich laut. Aktivieren. Motusmolit 3. Jenseits der Dreierkreuze aktiviert. Ja, dann auf nach Hause damit. Nee, wisst ja Bescheid. Wir haben einiges an Samen gesammelt. Paprika, weiß ich. Die pflanzen wir auch direkt mal an, nicht wahr? Und Chronoblauchsamen. Paprika ist wiederkehrend. Ja, pflanzt einfach hier kreuz und quer, ist ja egal, erstmal. Das ist ja egal. So. Nehmen wir nochmal alles mit. Bergkuppe. Ach, mein Rucksack ist voll. Ja gut, dann ist das halt so. Dann ist das so. Mit X, ne? Ne, mit Y. Rostiges Metall, Loreleis Tränen, Silbererz, eine Pummelgarnele, Memoriampilz, das Zeug, das, jenes und hier, das und das und das und das und das, was das? Deine Wasserkern, achso. Die Perle verkaufen wir mal. Die zwei. Mein, direkt weg damit, ne? Was soll's? Was soll der Geiz? Nö. Dafür haben wir noch 4, 5 Bomben, haben wir nur noch eine. Besser ist nicht wahr? So, Bergfallen. Ja, hier stehen ein paar Bergfallen her. Ja, komm, die 2 Stunden ist ja egal. Wir knicken ja jetzt nicht um, sofort. Du bist müde. Siehst du mal. Dann gehen wir schlafen. Ja, nice. Kriegen nochmal 1000 dazu. Tag 5. So, ihr wisst ja, was los ist, ne? Wir müssen erstmal jetzt gießen und dann hauen wir wieder ab. Meistens fertig. Das dauert noch ein bisschen. Das ist fertig. Da. So. Einmal rüber. Ja, ja, Briefe sind da, ich weiß. Aber um die kümmern wir uns später. So. Behalten wir mal das Mais. Wir haben doch. Was wollte ich gerade? Weizen, genau. Ich will das zum Mehl verarbeiten. Ah, man kann nur 3 hineinwerfen. Okay, ja gut, dann vergiss es. Da müssen wir mehr holen. So, das. Gut. Dann
Ah, ich muss ja dahin wieder zu Fuß, ne? Ich muss da ja zu Fuß hin. Was sagt unser Rucksack und Essen? Wir haben genug zu essen dabei. Sollte reichen, Auftrag. Kämpfer. Feuerschaden erhöhen. Und Schattläufer auch irgendwas? Madiger Tau. Ein Schlitz- und Giftangriff mit vergiftet Doppelkling. Zusatzeffekt kann das Tier vergiften. Ja, cool. Also levelt man quasi alle Skills, die man dabei hat. Immer. Das ist sehr praktisch, weil so muss man. So kann man wenigstens einen Skill dabei halten, mit dem man gut ist, ne? Jenseits der Kreuzung, der Dreierkreuzung. So, da sind wir wieder. Ich habe kurz was getrunken. mal gucken, was jetzt passiert. Ich wäre bereit für einen Boss. Weiß nicht. Jetzt nicht so einen übertriebenen Boss, ne? Aber so einen kleinen. So ein kleiner Boss hätte schon was. Philosophisches Hypozentrum. Ist das... Miep. Folgen wir ihr. Emo? Ist das etwa... Du hörst, wie dich eine sanfte Stimme umschmeichelt. Emo? Meine süße kleine Emo. Bitte, vergib uns, dass wir dich zurückgelassen haben. Als die Chronomalie hell erleuchtete, dieses gefährliche Licht, der Tag, an dem die Flammen des Ozeans verschwand. Die Flamme des Ozeans verschwand. Als wir die Gefahr bemerkt hatten, wussten wir, dass wir dich schützen mussten und entließen dich aus dem Meer, um die Flamme des Ozeans zu versiegeln. Sangen wir die verbotene Nocturne. Aber wir hatten das Ausmaß ihrer Macht unterschätzt. Wir Sirenen mussten unsere Seelen opfern. Es war die einzige Möglichkeit. Nun verbinden sich unsere Seelen mit der Flamme. Du musst es gehört haben. Unsere Requiem, unser Kummer schallt durch den Ozean. Wir werden vom Ozean geboren und kehren in Form der Gischt zu ihm zurück. Würden wir die Flamme des Ozeans missachten, hätte sie den ganzen Ozean zerstört. Dies war unsere einzige Möglichkeit. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber. Unsere Gedanken mögen bestehen bleiben. Doch das Requiem wird nicht enden. Die einzige, die uns aufhalten kann, bist du, Emo. Aus diesem Grund haben wir dich aus dem Meer entlassen. Du, die du von meinem Blute bist, eine Sirene, die Karmentation beherrscht.
Es tut mir leid, dass ich keine Wahl hatte als deine Mutter. Meine eigene Tochter ein solches Schicksal aufzubürden. Nun musst du entscheiden, was wirst du tun? Bitte beende das Lied der Sirenen. Es tut mir leid, dass ich dir so eine schlechte Mutter bin. Die ganze Geschichte entwickelt sich komplett anders, als ich vermutet hatte, irgendwie. Ich dachte eher, es geht um den Händler. Ihr lasst euch aber wirklich alle Zeit der Welt. Oh, was ist das denn für ein Ort? Ist etwas passiert? Du meine Güte. Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir erst einmal zu Fiasola zurückkehren. Emo hat die Gruppe verlassen. Ha. Das ist schon tragisch, ne? Also wurde die Siedlung des Sirenen durch das Ereignis mit der Chronomalie zerstört. Prinzessin Emut eilte im verzweifelten Versuch, ihre Heimat zu retten, nach Chatula, um dort Hilfe zu suchen. Wo sie von diesem schrecklichen Besitzer der Bar gefangen genommen wird. Habe ich das richtig verstanden? Währenddessen opferten die Sirenen ihre Seelen, um dieses mysteriöse Licht zu verdrängen. Die arme Emo. Erinnert ihr euch an die Buddha? Daran, was Emos Mutter gesagt hat? Das Bedauern der Sirenen hat sich mit diesem Lichtkörper verbunden und wurde dann zu Lorelei, ich bin mir sicher. Das wird dir die Trauer erklären, die das Lied durchzieht, das wir hören. Emos Mutter klang so schrecklich traurig. Wie grausam, dass Lorelei die Trauer der Sirenen ausnutzt, um Menschen in den Tod zu ziehen. Während sich die trauerten Sirenen eigentlich nur wünschen, Emo beizustehen. Es klingt, als könnte nun Emos Karmentation Lorelei aufhalten. Das glaube ich auch. Ich frage mich, was Emo tun möchte. Das werden wir ja erfahren, ne? Ich habe die Kunden wie angewiesen heimgeschickt. Vielen Dank wie immer, Barkeeper. Das gleiche für die junge Dame, wenn es recht ist. Natürlich. Keine große Trinkerin. Alkohol hat seine Vorteile, weißt du? Ich finde ihn manchmal ziemlich nützlich, wenn es etwas gibt, das ich lieber vergessen würde. Also komme ich hierher und früher oder später vergesse ich den Schmerz, den ich in meinem Herzen trage. Manchmal müssen wir lernen, wie wir am besten mit unserem Schmerz umgehen können, um zu überleben. Aber man vergisst doch nie ganz. Je stärker du alles vergessen möchtest, desto wichtiger wird es dir. Und deshalb darfst du es nicht vergessen. Du musst dich an den Schmerz oder die Trauer erinnern. Nur wer noch auf diese Welt weilt, kann sich an die erinnern, die von uns gegangen sind. Vergiss sie niemals und sie werden ewig in deinem Herzen weiterleben. Denkst du nicht auch? Wir sterben nur, wenn man uns vergisst. Unsere Existenz ist so fragil wie eine Buddha, deshalb müssen wir sie schützen. Ihnen zuliebe, glaube ich, dass dein Herz den Schmerz überstehen und du ihre Erinnerung lebendig halten kannst. Das hast du ihr gesagt? Das hast du zu ihr gesagt? Mehr oder weniger. Dieser Heine, er hat gesagt, er wolle nach ihr sehen und ist immer noch nicht zurückgekehrt. Komm ein, sehen wir nach Emo. Oh, die Musik ist aber sehr gerade. Uiuiui. Dip, 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 dip.
Timmy, wie Sports Music, Alter. Na gut, gerne mal. Wo ist denn hier der Ausgang, verdammt? Naja. Wir können eh nichts machen. Die Zeit vergeht, glaube ich, gerade nicht. Dementsprechend bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.